Willkommen zur Lunchtime-Lecture der NDU. Das ist jetzt unsere vierte Version auf Online-Format. Das heißt, ich möchte alle Online-Gäste herzlich willkommen heißen und ich möchte auch die Maria Gelucci willkommen heißen, die heute unser Gast sein wird. Gastgeber ist eigentlich Thomas Gronegger heute, aber er hat mich gebeten, die Sache zu moderieren und deswegen möchte ich ihm auch Grüße hier online senden. Was ganz interessant ist, er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Maria einladen, die auch die Formenwerkstatt mit betreut. Und ich habe da schon mal ein bisschen mich erkundigt. Das ist ganz spannend, was da gerade passiert, aus dieser Not heraus, mit welchen Werkstoffen die Studierenden arbeiten können, ist da so eine Idee entstanden, dass das Material Tetrapack verwendet wird, um eben Dinge zu verwenden, die verfügbar sind und vielleicht erfahren wir da heute noch etwas, bin schon gespannt. Also Maria, willkommen und wir freuen uns auf deine Lecture. Es wird sich heute alles nicht um Tetrapack drehen, sondern um Leder. Ein Werkstoff, der dich, glaube ich, schon immer fasziniert hat und dich auch in die Welt hinausgetragen hat. Also in deinem CV liest man von dem Wunsch, Schuhmacherin zu werden und deiner Ausbildung am Court Manners College in London, das eine renommierte Schule für lederverarbeitende Berufe ist. Und seitdem gibt es eben auch die intensive Auseinandersetzung mit dem Material Leder, den eigenen Label Icon für handgefertigte Fußbekleidung und Accessoires. Und unter anderem produzierst du auch Produktentwicklungen für Clarkshoes und Swarovski. Aber mehr dazu, glaube ich, wirst du uns selber sagen, mit dem Titel Leder, körperangepasste Formgebung und Maßarbeit. Bevor ich jetzt das Wort an dich weiter übergebe, es gibt so ein paar Dinge, also jeden, den eine Frage unter den Fingernägeln brennt, der soll diese verwenden und soll sie in den Chat hineintippen. Wir werden die dann gemeinsam dann besprechen. Das heißt, ich lese die Fragen vor und wir werden am Schluss des Vortrags noch so eine Art Dialog führen. Also der Vortrag wird circa 30 bis 40 Minuten dauern und dann haben wir noch genug Zeit, um die Fragen zu beantworten. Die gesamte Aufzeichnung, also es handelt sich um eine Aufzeichnung, das wollte ich damit sagen. Das heißt, es wird aufgezeichnet und wird auch später in den YouTube-Kanal der NDU gesendet. Also man kann es auch später sich noch anschauen. Und ja, das war es von meiner Seite und jetzt freue ich mich auf einen spannenden Vortrag. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Danke vielmals, Florian, auch für die Einführung. Ich möchte mich bedanken auch, dass ich eingeladen bin und hier diesen Vortrag machen darf. Dein Hinweis, Florian, auf die Formenwerkstatt, den werde ich ein bisschen ans Ende meines Vortrags stellen, weil da gibt es tatsächlich schon ein paar Zwischenergebnisse und die würde ich eigentlich auch ganz gerne zeigen. Ja, wie hier steht, mein Thema geht rund um Leder, körperangepasste Formgebung und Maßarbeit. Leder ist für mich als gelernte Schuhmacherin eigentlich ein Material, das mich schon seit langem begleitet. Ich befasse mich schon seit fast 20 Jahren mit dem Material. Und das heutige Thema bezieht sich auf intensivere Auseinandersetzung in Bezug auf den Werkstoff. Und ich möchte aufzeigen, was daraus für Möglichkeiten meines Erachtens erwachsen. Der Werkstoff Leder, er begeistert mich und ich würde mal sagen, ein Grund dafür liegt daran, dass ich einfach der Meinung bin, dass Leder sich wunderbar anfühlt. Es ist ein natürlicher Werkstoff, also eine Tierhaut. Ich habe das versucht, auch hier in dem Bild zu veranschaulichen, dass es sich hier bei Leder schon um diese Haut von einem Tier handelt. Ich möchte klarstellen, dass es mir schon bewusst ist, dass das nicht unbedingt immer ein ganz unschuldiges Naturprodukt ist. Es gibt natürlich Arbeitsbedingungen und Gifte bei der Lederherstellung, die wenig begrüßenswert sind, weder für die Menschen, die da arbeiten, noch für die Umwelt. In meiner Arbeit jedoch habe ich mich schon vor längerer Zeit entschieden, mit welchen Materialien ich arbeiten will. Ich arbeite nur mit Häuten, die aus der Lebensmittelproduktion kommen, sprich die irgendwo auch quasi eine Art Überbleibsel oder Abfall darstellen,
der sonst weggeworfen werden würde, und indem man ihn zu Leder verarbeitet, durch Gerben, durch andere Zurichtungen, da bleibt uns nicht die Zeit, jetzt heute genauer darauf einzugehen, aber ich verwende, wie gesagt, nur vegetabiles Leder, und diese Gerbstoffe, die dort verwendet werden, die sind zumindest schadstoffarm. Und Rhabarber wäre ein Beispiel, Holzextrakte aus Kastanien. Wer will, kann sich da sicher auch noch genauer einlesen. Aber ich wollte es an den Anfang stellen, weil es ist ein sehr kritisches Thema und mir ist es sehr wohl bewusst, dass sozusagen Billigleder und Leder, da wo sie verwendet werden und irgendwie günstig daherkommen, das sind ja sind diese konventionellen Leder, die jetzt nicht unbedingt mit meiner Arbeit was zu tun haben. Ansonsten schätze ich den Werkstoff so sehr, weil ich glaube, man kann das auch an Kulturgütern nachvollziehen. Leder ist einfach unglaublich vielseitig einsetzbar aufgrund seiner Materialeigenschaften. Und man kann sehr langlebige und qualitativ hochwertige Produkte schaffen. Ich möchte ganz am Anfang jetzt auch noch einen kurzen Film zeigen. Es geht dabei um das Ausloten von Materialeigenschaften. Ich glaube, dass das unter Umständen auch für jeden, der sich mit Gestaltung auch beschäftigt, sehr wichtig ist, bei Materialien auch zu hinterfragen, wo liegen die Grenzen und was kann dieses Material. Und da schaut es wild aus, da ist sehr viel experimentiert worden auf meiner Seite, und einen kleinen Einblick möchte ich ganz gern geben, indem ich Ihnen das Video zeige. Ich schalte es besser stumm, weil da wird es sehr laut. Es handelt sich hier um das Aufblasen von Leder, soweit wie es irgendwie geht. Also lasst einmal alle einfach zuschauen. Hier wird einfach in einen Behälter, der sich im Leder befindet, so lange Luft eingepumpt, wie es nur irgendwie geht, um herauszufinden, wie dehnbar ist es, wie sehr kann man das Leder belasten, ohne dass da Risse kommen. An dem Punkt hört man natürlich auf, weil dann bringt das auch fürs Leder nicht mehr. Okay. Das Endergebnis war dann so, dass es nach mehreren Versuchen möglich war, tatsächlich auf 3 Bar zu kommen, wie man hier sieht. Und im Anschluss ist auch noch eine weitere Erkenntnis gekommen, nämlich gibt es diesen Ballon dann auch so bis heute. Und da ist sehr interessant für mich oder sehr inspirierend für mich auch entstanden, dass diese Materialeigenschaft nicht nur des Dehnens so spannend ist, sondern eben diese Formbarkeit, die ja auch heute Thema meines Vortrags ist, dass man sozusagen das Leder so formen kann, wenn man es sich da jetzt vorstellt, dass der Innenkörper rauskommt, bleibt diese Form dann auch bestehen. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass man sozusagen in dieses Leder die Erinnerung speichern kann und das somit in dieser Form bleibt. Da weise ich nur mal darauf hin, eben, dass Materialeigenschaften wie Formbarkeit, Dehnbarkeit und Anpassung für mich so zentrale Themen sind, mit denen ich mich dann auch in weiterer Folge beschäftigt habe. Das ist übrigens aus einer der Formenwerkstätten der letzten Jahre, ich glaube 2018,
eine sogenannte Spontanformung. Und da kann man auch schon sehr gut sehen, was da passiert. Diese Form, wenn die nachher erhalten bleiben kann, wie es beim Leder ja ist, kann man die als Lampenschirm oder Schüssel oder, das ist keine Grenzen gesetzt, der Fantasie verwenden. Und das war eigentlich auch irgendwie meine Begeisterung für das Material, war dann sehr ansteckend. Auch hatte ich das Gefühl für die Teilnehmer an der Formenwerkstatt. Die Feinarbeit ist mir da auch noch wichtig aufzuzeigen, weil es da wiederum einfach klar rüberkommt, was für sinnvolles und tolles Material eigentlich Leder darstellt. Natürlich geht es hier, ich glaube, auch sichtbar um handwerkliche Lederformung. Das erlaubt einfach eine Originalität, die man sonst nicht leicht findet bei Materialien in der Gestaltung. Und mir war wichtig zu zeigen auch, dass diese Feinheit in der Struktur, dass man da feinste Details herausarbeiten kann. Natürlich ist das technisch anspruchsvoll und man sollte ausgeprägte Materialkenntnisse mitbringen, damit es auch dann in weiterer Folge verwendbar ist und nicht das Leder sozusagen zum Bruch bringt. Aber ich wollte damit zeigen, auch vielleicht von einer Inspirationsquelle her, was man da tatsächlich mit Leder alles machen kann. Kommen wir jetzt vielleicht schon zur körperangepassten Formgebung. Und in dem Zusammenhang ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich ja aus der Florian hat es am Anfang gesagt, ich bin ja eine gelernte Schuhmacherin, ich komme sozusagen aus der Maßschuhfertigung dann in weiterer Folge. Also sprich, die Körperform ist für mich tatsächlich immer schon wichtig gewesen, aber das Interesse ist über dieses Schuhmachen oder dass die Form sozusagen immer der Fuß ist, bei mir hinausgegangen. Und das wollte ich jetzt im Zusammenhang mit auch, dass hier, glaube ich, Innenarchitekturstudenten dabei sind, auch mal aufzeigen, dass das auch über den Fuß hinausgehen kann. Und ich bezeichne das jetzt da als Hüftschwung. Und auch deshalb, weil ich das ästhetisch besonders ansprechend finde und sehr individuell und möchte auch ein bisschen die Bilder sprechen lassen. Die Körperform praktisch dient als Basis hier in der Gestaltung und daraus entwickelt sich dann ein Körper, der vielseitig einsetzbar sein kann. Ich habe da Ästhetik auch schon mal angesprochen. Ich finde auch so anziehend am körperangepassten Form, an der körperangepassten Formgebung, dass die Natur da eigentlich eine grenzenlose Inspirationsquelle auch liefert. Dieses natürlich Schöne und dieses Kraftvolle spricht mir persönlich da sehr an und das wollte ich auch zeigen. Ich finde auch, dass das irgendwie harmonisch wirkt. Hier stellt sich natürlich dann auch für einen Gestalter aus meiner Sicht die Frage der Funktion. Bei mir ist in diesen, und da sieht man auch nebenbei diese Hommage an eine Buckelkrax, bei mir hat sich relativ schnell entwickelt, dass mir wichtig war, dass diese Formgebung auch zusammenhängt mit der Funktion, sprich, dass dieser Bau der Hüfte, dass dieser Unterbau dann in weiterer Folge auch der Unterbau einer Tasche wird, dass der zur Funktion so beiträgt, dass das Produkt besser verwendbar ist. Also sprich, auch gestalterisch die Idee, dass sich das Produkt dem Körper anpasst, und nicht umgekehrt. Hier ist auch noch ein weiteres Produkt, das tatsächlich in Anwendung ist, das ich auch deshalb sehr gerne zeige, entstanden.
Hier handelt es sich um einen körperangepassten Tragekorb. Der wird verwendet von einer Biobäuerin in Südtirol zur Apfelernte. Die hat große Freude damit, weil sie sozusagen auf ihre Hüfte angepasst so ein bisschen nach hinten diesen Korb lagern kann, während sie die Hände frei hat. Das haben wir schon gesehen. In dieser Folie sieht man vielleicht nochmal ausführlicher auch, dass sozusagen diese Themen Körper anpassen und wie gestaltet man ein Produkt, für welche Form entscheide ich mich, auch sehr stark im Zusammenhang steht mit der Funktion, mit dem Thema Tragen, mit der Auseinandersetzung auch dann, wo wird es eingesetzt. Diese Bilder rechts oben sollen auch nochmal den Prozess ein bisschen zeigen. Ich hoffe, das ist sichtbar. Kommen wir auch hier nochmal zum Thema Handwerk. Ich habe jetzt einige Sachen gezeigt, an denen man, glaube ich, auch sehen kann, dass die Dinge handgefertigt sind. Mir ist das Handwerk ja schon seit fast 2 Jahrzehnten sehr ans Herz gewachsen. Ich habe auch über die Arbeiten der letzten Jahre so den Eindruck gewonnen, dass es schon eine sehr große Sehnsucht auch gibt nach handgefertigten Dingen und Produkten. Ich habe so das Gefühl auch, dass diese Themen wie Langlebigkeit und individuelles Aussehen oder auch individuelle Anpassungen, dass das sehr stark im Kommen oder dass das schon irgendwie da ist als interessante Produktidee. Und da macht für mich persönlich einfach Leder auch aufgrund der schon bereits ausgeführten Möglichkeiten schon sehr Sinn auch als Material. Hier sieht man einen Prototyp von einem Schuh. Ich bin ja im Moment dabei, eine eigene Kollektion zu entwerfen. Und ich glaube, dass man, ich möchte fast ein bisschen anschließen, der den Lunch Lecture von Marco Tessi gesehen hat, hat es auch schon einmal gehört. Prototypenbau ist für Gestalter, glaube ich, mittlerweile auch noch eine Eigenschaft, die man sich deutlich aneignen sollte. Also es gibt in meiner persönlichen Berufserfahrung kaum Stationen, wo Prototypenbau nicht wirklich wichtig war. Deswegen wollte ich das auch nochmal aufzeigen, warum es eine gute Idee auch ist, sich sozusagen Kenntnisse diesbezüglich zu verschaffen und unter Umständen auch dann einen guten Austausch und ein gutes Gespräch führen zu können, auch mit erfahrenen Handwerkern. Macht schon auch Sinn, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und deswegen wollte ich nochmal auch zeigen, dass in dem Zusammenhang, das ist auch ein geformter, an den Fuß und den Leisten angepasster Schuh, dass das auch interessant sein kann. Im Zusammenhang auch mit handwerklicher Arbeit. Mein Label Icon. Danke, Florian, du hast den bereits erwähnt. Den gibt es schon seit einigen Jahren und ich arbeite ja an der Ausarbeitung der Kollektion gerade eben. Hier bei Icon gibt es maßgeschneiderte Lösungen. Das ist wie auch Thema des Vortrags sozusagen ein Thema auch bei mir immer wieder in meiner Arbeit. Mich interessieren diese maßgeschneiderten Lösungen grundsätzlich. Mit Handarbeit sind die sehr gut umsetzbar und ich glaube einfach, für Gestalter ist der Spielraum unter Umständen sehr interessant. Man kann sehr originelle Dinge produzieren. Der Entwurfsfantasie ist keine Grenze gesetzt und mir gefällt einfach das Konzept, in der Werkstatt zu sein und Handarbeit herzustellen.
Wie gesagt, also auch bei ICANN gibt es maßgeschneiderte Lösungen, nenne ich das. Also Maßarbeit kann ja auch über das Handwerk hinausgehen. Das ist mir ganz wichtig auch dazu zu sagen, weil da auch die Verwendung von neuen Technologien sehr spannend ist im Zusammenhang mit der Arbeit, die man macht. Also es ist ja nicht nur möglich, handwerklich Maßarbeit herzustellen, sondern es gibt Technologien, jetzt zum Beispiel in der Schuhmacherei, die da sehr unterstützend sein können. Dieses gezeigte Bild spricht an auf eine Kollektion, die industriell gefertigt ist. Die Leisten werden nach 3D-Scans sozusagen umgesetzt. Also der Fuß wird gescannt und dann gibt es einen Leisten aus diesen Messungen. Und so kann man kombiniert auch noch mit den Auswahlmöglichkeiten, dass man da einen Absatz oder ein Modell grundsätzlich auswählen kann, auf die individuellen Kundenwünsche sehr gut eingehen und gleichzeitig sozusagen das Maßgefertigte schaffen. Solche Ideen werden heute ja auch zum Beispiel Adidas, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, setzt es ja mittlerweile auch um. Ich möchte nur einen Moment auch da bei dieser Maßarbeit bleiben, weil da der Begriff Bespoke auch draufsteht und auch noch ein anderes Thema mit reinbringt, das vielleicht für Gestalter ganz interessant sein könnte. Nämlich, dass man kommt eigentlich an dem Begriff nicht vorbei, wenn man von Maßarbeit spricht. Bespoke Footwear oder Bespoke Lösungen, Customized Lösungen sind sehr oft jetzt mittlerweile auch in den Medien und man hört sehr viel darüber. Und dieses alte englische Wort bespoken, das steht eigentlich für bereden, beklagen, ausmachen, vereinbaren, stammt aus dem 18. Jahrhundert und will irgendwie sagen, dass man ja damals die Herstellung eines Korsetts oder maßgeschneiderter Schuhe oder Anzüge, dass man eine bestimmte Verbindung zwischen dem Hersteller und dem Kunden mitbedenken muss. Also sozusagen der Kunde spricht mit. Der sich für Maßarbeit entscheidet, muss im Hinterkopf haben, meines Erachtens, dass man die Kommunikation mit dem Kunden wirklich auch beherrschen sollte und üben sollte. Es bringt einfach eine weitere Facette ins Bild. Der Kunde bestellt etwas, ist auch sehr schön sozusagen in die Richtung, dass der Artikel eigentlich nur dann gefertigt wird, wenn er bestellt wird, wenn Maß genommen wird, wenn er benötigt wird. Und das führt in weiterer Folge dann nochmal zu einem anderen Thema, das ich jetzt nicht genauer ausführen werde, nämlich, dass wir weniger produzieren, das wir nicht brauchen. Aber so viel mal zur Maßarbeit und den Chancen, die ich in dem Thema sehe. Hier nochmal ein Forschungsbild, um auch gerade nochmal aufzuzeigen, meine Arbeit spielt sich nicht sehr viel am Schreibtisch ab meistens, sondern es geht da sehr oft auch um Experimente. Ein weiteres Thema, das dazugehört zum Maßarbeiten und das überhaupt möglich machen, egal ob jetzt im Handwerklichen oder in einer größeren Produktion, in einer industrielleren auch unter Umständen. Es ist sehr wichtig, dass man zusammenspielt mit anderen und den Fertigkeiten von anderen Leuten. Also zumindest ist mir das Zusammenspiel mit anderen Designerinnen und Handwerkerinnen und Handwerkern und das ist ein sehr spannender Teil meines Berufslebens auch. In dem Fall zeigt es eine Zusammenarbeit mit einem Tischler und Bildhauer, mit Daniel Star-Jakob, wie hier geschrieben steht. Und man sieht sozusagen, die Ausgangsform war für mich in den ersten Versuchen
diese Schneiderpuppe, die ist auch vorher schon mal vorgekommen. Wenn man dann die Dinge perfektionieren will, kann einem sehr oft passieren, dass man bereits die Expertise eines anderen Handwerkers braucht. In dem Fall ist sozusagen dann ein Hüftleisten entstanden und den hätte ich selber sicher nicht in dieser Perfektion bauen können und der dient mir aber mittlerweile als wunderbare Basis für die technische Formung und für die Lederformung und das war mir wichtig zu zeigen. Auch deshalb, weil mich hat das sehr fasziniert, es hat im Zuge der Handwerk- und Formausstellung im Bregenzer Wald 2018 war ja auch die NDU vertreten mit dem Thema Neues Wirtschaften und Neues Handwerk, Neues Wirtschaften. Und da haben sich die Studenten sehr intensiv auseinandergesetzt mit neuen Methoden für das Handwerk, eben diesen Entwurf und die Entwicklung und die Vermarktung zu gestalten. Und es war mir sehr wichtig, auch zu zeigen, dass das tatsächlich ein fundamentales Thema ist in der Auseinandersetzung mit anderen Handwerkern, wird man diese Themen immer wieder streifen. Eine weitere Sache für die Maßarbeit wirft sozusagen die Produktästhetik auf. In der Maßarbeit ist sozusagen das Zusammenspiel mit der bereits gegebenen Körperform, das bestimmt im Endeffekt sozusagen den Look auch des Produkts. Und ich glaube, dass man sich bei der Maßarbeit, da tritt auch irgendwo sozusagen an dem Beispiel die Materialbeherrschung in den Hintergrund. Das ist auch kein klassischer Gebrauchsgegenstand. Aber es tritt in den Vordergrund, dass es hier um auch ein Thema geht, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich individuelle Schönheit, aufbauend eben auf dem, dass ja Körper sehr verschieden und unterschiedlich sind und dass man mit Hilfe von dem Material Leder und körperangepasster Formgebung solche Ästhetiken erzielen kann und somit einer gewissen Verflachung von Formensprache sehr gut entgegenwirken kann. Ich glaube, ich bin am Ende von diesem Teil meines Vortrags angekommen und würde gerne noch in weiterer Folge jetzt darauf eingehen, was in der Formenwerkstatt, das unter einem ähnlichen Thema oder unter einer ähnlichen Überschrift läuft, stattfindet. Wir waren eben, der Florian hat es schon erwähnt, wir waren heuer für die Formenwerkstatt natürlich sehr gefordert, weil klar war, wir können uns nicht live treffen. Ich kann nicht mit meinen Häuten anreisen und wir werden direkt vor Ort nicht arbeiten können. Sprich, wir waren auch limitiert, auch bereits erwähnt, vom Material her. Wir mussten uns ein Material suchen, das jeder zu Hause hat. Und eine Formbasis finden, die auch jeder zu Hause hat. Da waren wir dann relativ rasch beim Fuß, ist mir natürlich als Schuhmacherin auch entgegengekommen. Und die Arbeit hat gestartet, also wir befassen uns sozusagen mit Formfindung im Zusammenhang mit dem Körper. Die Studenten analysieren Gestaltungsprozesse anhand von dieser Basis Fuß. Was daraus entsteht, zeige ich jetzt auf der nächsten Seite, weil wir ja, wie erwähnt, das Material Tetra Pak als das einzige befunden haben, das jetzt tatsächlich jeder, wir wussten ja damals noch nicht, ob wir außer Haus gehen können, wirklich jeder zu Hause hat. Und
daraus, das ist sozusagen Work in Progress, wobei mir zum Teil Sachen schon sehr ausgefeilt vorkommen. Da sind ganz interessante Dinge entstanden, würde ich sagen. Und vielleicht kann jeder mal so ein bisschen auch diese Bilder auf sich wirken lassen. Oben ist gezeigt, wie limitiert tatsächlich sozusagen das Material ist, das wir verwenden, Tetra Pak. Und die Werkzeuge sind auch limitiert und viel wird natürlich auch zeichnerisch dargestellt und fotografiert und wie vorhin auch gezeigt mit verschiedenen Bändern am Fuß. Und so, aber hier handelt es sich schon um erste tatsächliche Fußbekleidungsentwicklungen, die ich persönlich jetzt sehr ansprechend finde und die wahrscheinlich schon auch in weiterer Folge dann nochmal gezeigt werden. Und ja, das ist noch eine weitere, ist auch alles von dieser gerade eben noch laufenden Formenwerkstatt. Materialkunde Leder gibt es dort auch, aber eben nur online im Moment möglich. Und hier links sieht man auch ganz gut diese Experimente am Fuß, wie die Dinge wirken. Studenten beschreiben dann auch ganz genau, wie sie das sehen und was für Schlüsse und Erfahrungen sie daraus ziehen. Danke vielmals auch an die Studenten, die mir diese Bilder bereits zur Verfügung gestellt haben. Und dann noch abschließend möchte ich zeigen, aus den Formenwerkstätten von 2018 und 2019 ein paar Arbeiten von Studenten, die dann tatsächlich mit dem Material Leder, hoffentlich ist auch das in Zukunft bald wieder möglich, gearbeitet haben, weil da auch sehr, ich habe zum Teil auch Work in Progress gezeigt, weil ich jetzt nicht gleich Zugriff hatte auf alle anderen Bilder von den fertigen Sachen, aber ich glaube, das ist auch ganz schön verdeutlicht und das auch vielleicht ein bisschen abrunde zum Schluss, warum ich selber so begeistert bin, was das Material Leder betrifft und wo da vielleicht der Funke übergesprungen ist. Habe ich noch ein paar entstandene Objekte zu zeigen. Florian, ich darf dann zurückgeben zu dir. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ein paar Fragen haben sich schon in den Chat-Kanal sozusagen gedrängt. Ich habe eine, die mir auch der Thomas mitgegeben hat, die hätte mich aber selber auch interessiert. Wir schauen ja da auch in deine Werkstatt hinein. Mhm. Wir haben ja eigentlich, früher hat man gesagt, wir schalten nach Wiesing, nach Tirol. Ja. Das heißt, du bist da ja auch in einem sehr peripheren Ort, im Sinne von, welchen Stellenwert misst du dem Handwerk in der Entwicklung peripherer Orte oder wie ist für dich dieses Wirken, in Wiesing zu sein? Ist es auch sozusagen der Ort, in dem du dann die Diskussion hast mit den Produkten, die du herstellst? Findet das ganz woanders statt? Das wäre so eine interessante auch eine Themenstellung, finde ich, das an dem Ort zu produzieren. Das vermutlich kommen deine Produkte auch aus der Gegend. Also du wirst deine Rohstoffe nicht mehr auch aus der Gegend beziehen. Und wie ist der Wirkungskreis dann deiner Arbeit zu verstehen? Ja, ich glaube auf alle Fälle, dass sozusagen der Handwerker oder die Handwerkerin im Ort eine große Rolle spielt. Zu mir hat einmal ein Vorarlberger, ich habe heute schon den Bregenzer Wald erwähnt, ich muss jetzt nochmal den Bregenzer Wald erwähnen. Und zwar, ich glaube, es kommt sehr gut zum Ausdruck, wenn man in den Bregenzer Wald reist und diesen Werkraum Bregenzer Wald sieht, wie sehr tatsächlich durch Handwerk und durch Produktion in der Peripherie oder dort am Land, in diesen kleinen Orten, diese Orte dann auch beeinflussen kann. Der Mann war der Markus Feist, der was ganz Interessantes zu mir gesagt hat, der ist Tischlermeister
Und der sieht die Verantwortung von Handwerkern sogar mittlerweile so weit, dass er sagt, ein Handwerker ist ein Kulturarbeiter im Ort. Und ich teile diese Meinung sehr. Ich glaube, dass über dieses handwerkliche Schaffen ganz viel mehr basiert, die Gestaltung von Orten vor allem auch beeinflusst werden kann, vielleicht auch die Orte menschlicher werden. Mit Handwerk laufen viele Dinge auch aus meiner Sicht langsamer. Jetzt zum Beispiel zum Schuhmacher zu gehen und etwas zu bestellen, allein diese Kommunikation, allein, dass das vielleicht mitten in einem Ort stattfindet, hat enormen Einfluss meiner Meinung nach auf die Ortsentwicklung und auf die Bewegung im Ort. Und ja, beantwortet es deine Frage? Ja, also die Frage ist, wie du auch im Ort wahrgenommen wirst. Also sozusagen, gibt es da einen Austausch oder ist der dann internationaler Art? Also über die Medien, die wir zur Verfügung haben, die uns ja auch jetzt glücklicherweise diese Möglichkeit eröffnen, die Dinge so stattfinden zu lassen, muss ich sagen, dass beides stattfindet. Also es findet statt, dass Menschen zu mir in die Werkstatt kommen, weil man bei mir ja auch in der Werkstatt jetzt als Erfahrung in dem Ort, wo ich jetzt bin, wenn ich Sandalen anbiete und sage, ich mache die auch maßgefertigt, dann wird das natürlich sehr geschätzt und kommen auch Frauen und Männer aus der eigenen Ortschaft und sagen, ach, mir passt eh nie irgendwas und jetzt bist du da und das ist super und kaufen dann bei mir direkt in der Werkstatt oder lassen sich auch mal dann etwas reparieren, weil ich ja gleich um die Ecke bin und es hat schon auch so ganz einen einfachen das bringt so ein Selbstverständnis mit dann, das ist sehr, gefällt mir sehr gut. Auch der Reparaturaspekt, der ist auch etwas, worum mir, glaube ich, das Handwerk so ans Herz gewachsen ist. Ich mag das einfach sehr gerne, dass jemand irgendwie kommt mit einem abgerissenen Bandel und sagt, Maria, bitte nähe es mir nur mal zusammen, weil ich mag die so gern, die Schuhe und das gefällt mir. Und das hat aber, es klingt so simpel, aber das hat schon weitgreifenden Einfluss dann auf das tägliche Leben. Man hat ganz einen anderen Bezug zu dem Produkt, das man kauft und man wird auch ein bisschen mehr kontrolliert und die Leute können halt einfach haben mehr Bezug zu dem, was sie haben. Und das gefällt mir sehr und ich würde es nicht unterschätzen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sozusagen auch sich die Entwicklung von Ortschaften mehr noch an dem orientiert, dass Handwerke im Ort Sinn machen, aufgrund der ausgeführten Dinge. Du hast in deinem Vortrag von Feinarbeit gesprochen. Katharina würde gerne wissen, wie funktioniert denn das? Also ist das mit Wasser oder mit chemischen, also mit Flüssigkeiten oder mit mechanischer Einwirkung? Welche Techniken wendest du da an? Also ich mache hauptsächlich sozusagen, das läuft auch unter dem Überbegriff Nassformung, wobei es jetzt nicht ganz, wir haben an der NDU in der Formenwerkstatt schon hauptsächlich in die Richtung gearbeitet, dass wir Leder nass gemacht haben, in verschiedenen Abstufungen nass und dann sie geformt haben über Dinge, die ich mitgebracht habe. Das heißt, über Holz geht natürlich sehr gut, über Metall funktioniert auch. Und da kann man dann durch mechanische Einwirkung, durch Bearbeiten, sehr zart natürlich immer, wir sprechen ja im Speziellen bei vegetabilen Leder von sehr sensiblen Häuten. Und durch Feuchtmachen, durch Einwirken mechanisch, kann man diese Formung so hinbekommen. Ich halte mittlerweile total Abstand von irgendwelchen chemischen Sachen. Ich finde einfach, die haben tatsächlich dann auch, das passt nicht zusammen. Natürlich würde man vielleicht eine gewisse Haltbarkeit von so Feinarbeiten unterstützen können. Ich habe mich jedoch für den Weg entschieden, dass mir die Entwicklung einer Patina sowieso recht ist. Ich finde auch, dass diese Patina mit Leder im Speziellen zusammenpasst und dann sozusagen glättet sich das halt vielleicht an einem bestimmten Ort ein bisschen aus, weil es dort immer wieder gerieben wird. Das ist für mich eigentlich besser, als es sozusagen so ganz knallhart
mit irgendwas Chemischem zu hinterlegen, um es dann dauerhaft haltbar zu machen. Aber ja, es ist schon auch sehr viel Materialverständnis dafür erforderlich. Man kann sich sehr viel kaputt machen. Man kann schon auch mal eine Haut verlieren sozusagen mit dieser Nassformungstechnologie. Ist mir auch passiert. Aber ich hoffe auch, dass wir vielleicht an der NDU wieder eine Werkstätte machen können, wo ich das gerne auch wieder zeige, wie man sozusagen im Hausgebrauch, wenn das überhaupt möglich ist, aber ein bisschen so in der eigenen Werkstatt das auch umsetzen kann. Eine weitere Frage war, welches Leder für welche Objekte besonders geeignet ist. Also ich nehme an, du arbeitest mit unterschiedlichen Tierhäuten oder ja. Das sozusagen so eine Grundinformation, die interessant wäre? Also Grundinformation ist mal, ich würde mal so auch erklären als Basis, wenn man sich die Tierhaut vorstellt, muss man auch überlegen, wie groß ist dieses Tier und wie wird jetzt diese Kuh dann in flach aussehen und wie viel Material steht mir im Ganzen zur Verfügung. Hängt natürlich jetzt auch vom Entwurf ab, will ich überhaupt das Ganze verwenden oder verwende ich Stücke. Trotzdem, das ist schon mal eine gute Orientierungslinie, welches Tier, welche Ledergröße. Weil eine kleine Ziege ist natürlich anders eingesetzt als ein riesiger Bulle. Aber, und somit kommen auch sozusagen dann diese Materialstärken. Heute sind dünner oder dicker, je nachdem, was ich machen will. Wenn ich ich arbeite zurzeit auch an einem geformten Lederstuhl zum Beispiel. Da brauche ich natürlich, wenn ich jetzt nicht unbedingt andere Materialien dazu nähen will, dann brauche ich da schon eine Stärke von, sagen wir, 8 mm, um dann diese Stärke auch zu haben. 8 mm hat eine Ziege nicht, auch kein Lachsleder hat 8 mm, sondern da muss ich definitiv auf einen Bullen zurückgreifen. Wenn ich und auch dann sozusagen auf diesen, ich habe ganz am Anfang meines Vortrags dargestellt, dass in der Mitte des Leders, dieser Haut, das sogenannte Croupon-Leder liegt. Das ist ganz ein wichtiger Begriff in der Lederverarbeitung. Croupon ist der sozusagen stabilste Teil. Wenn ich jetzt etwas, was sehr stabil sein muss, herstelle, dann muss ich diesen Teil des Leders verwenden. Dann muss ich auch dem, der es mir herstellt, sagen, du musst bitte diesen Teil einsetzen. Wenn ich was Zarteres mache oder sehr feine Damenschuhe zum Beispiel, dann dient es mir natürlich sehr, vielleicht ein Kalbsleder zu haben, vielleicht Ziegenleder zu haben. Lamm kommt auch zum Einsatz. Für Accessoires ist die Palette, kann ich alles verwenden, je nachdem, was mein Endergebnis ist. Aber es ist ein sehr, wie soll ich sagen, auch diese Sache ist eine sehr facettenreiche im Bereich Materialkunde. Man kann sich schon auch sehr gute Bücher kaufen und gut auch schlau machen übers Internet. Aber ich würde da auch den Weg zu einem Gerber oder zu einem Lederhändler nicht scheuen und einfach mal die Dinge angreifen. Ich glaube, man versteht, wenn man darüber dann auch logisch nachdenkt, wie der Einsatz sein soll, man versteht am meisten, wenn man die Dinge angreift. Begreifen ist begreifen. Jetzt sind so viele Tierarten gefallen. Jetzt kommt natürlich die Frage zu den Lederalternativen. Was hältst du von Snap-Bab oder Snap-Bab oder Binatex, dem anderen Nassleder oder, wie die Ulrike auch fragt, Lederalternativen aus Pilzen zum Beispiel? Ja, ich habe ja selber vor kurzer Zeit eine Masterarbeit geschrieben, wo auch das Teil der Arbeit war. Ich habe für mich persönlich entschieden, beim Leder zu bleiben, weil mir nicht, weil ich diese Pilzleder oder Lederalternativen ablehne, ganz im Gegenteil, ich finde es sowieso super, dass sich da Dinge entwickeln, speziell dieses Pilzleder und auch dieses Ananasleder sind zwei Dinge, die ich mir auch aus der Nähe sozusagen angeschaut habe. Das sind tolle Alternativen. Ich kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen, was sozusagen die Haltbarkeit der Sachen betrifft, weil
ein Faktor für mich ist ja auch sozusagen die langlebige Produktidee oder der langlebige Erhalt eines Produkts. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei diesen Lederalternativen dann auch der Fall ist. Die sind auch als Werkstoffe, denke ich, grundsätzlich zu jung, um das einstufen zu können. Aber ja, ist doch toll. Ich finde ja auch, dass man vielleicht auch unter Umständen konsequenter handelt. Wenn man kein Fleisch isst zum Beispiel, sollte man vielleicht auch kein Leder zum Einsatz bringen. Ich finde, meine Haltung dazu ist grundsätzlich offen. Bitte, ja. Achtung würde ich nur da sagen, wo extrem viel Chemie zum Einsatz kommt. Weil ich würde jetzt keine Tasche tragen wollen, wie ich schon aus konventionellem Leder bereits erwähnt habe, würde ich ja vom Kauf dieser Billigprodukte total abraten. Würde ich jetzt auch keine über Chemikalien überlastete Pilzalternative, weiß ich nicht, haben wollen. Aber sonst, ja, super. Es gibt noch eine Frage zu technischen, also welches Leder verwendest du, nur Sumach oder semisch gegerbt oder eben Chromgerbung? Ich habe ganz am Anfang das gesagt, also ich verwende nur noch vegetabil gegerbte Leder, sprich die Chromgerbung ist da so gut wie ausgeschlossen. Natürlich kann ich leider... Ich kann es auch nicht immer komplett bis zur Kuh nachvollziehen, wo sind die Sachen her. Das ist fast unmöglich. Ich arbeite, wie gesagt, also du hast es eh schon erwähnt, auch ich arbeite ja auch mit Ledergerbern. Bei mir in der Region gibt es glücklicherweise jemanden quasi in der Nachbarschaft, der Leder gerbt, und ich kaufe meine Sachen dort und die sind vegetabil gegerbt. Und da ist sehr darauf geachtet, dass da keine Schadstoffe drin sind. Und ich färbe dann ja zum Teil auch selbst, erst am fertigen Produkt. Man hat auch vielleicht an meinen Produkten gesehen, dass ich zum Teil gar nicht färbe, sondern mit so Naturfarben arbeite. Aber ja, Chromgerbung ist halt das Thema schlechthin. Natürlich ist hauptsächlich das Leder, das hauptsächlich oder der größte Prozentsatz ist chromgegerbt. Ich arbeite nicht mehr damit und hoffe auch, dass ich so weiter aufrechterhalten kann, weil Chrom einfach auch in Verbindung dann im fertigen Produkt ja eigentlich dann noch gefährlicher ist, weil Sonneneinstrahlung und so weiter einfach diese Giftstoffe sich nochmal entwickeln lassen, weil ich das nicht möchte. Eine weitere Frage ist, wie groß ist die Lederkunst-Community in Österreich, in Europa und weltweit? Also sozusagen jetzt in dem Bereich, in dem du tätig bist, also lässt sich das dann an wenigen Händen abzählen, die so arbeiten? Wir sprechen jetzt, glaube ich, nicht von der Ich muss jetzt sagen, dass ich die Frage wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten kann für weltweit. Also auf Europa bezogen, meine persönliche Erfahrung ist, dass der Kreis jedenfalls wachsend ist. Also ich glaube, dass das Modell Handwerk sowieso ein immer tragfähigeres Modell wird für quasi als Lebens- und Arbeitsmodell. Das ist meine Erfahrung, vielleicht ziehe ich aber auch diese Leute an. Trotzdem, ich denke, es gibt immer mehr davon, die sich für dieses Lebenskonzept entscheiden. Und da sind natürlich auch Leute dabei, die mit Leder arbeiten. Es gibt viel. Also ich habe vor 20 Jahren eine Schuhmacher-Ausbildung gemacht in London. Und da waren wir sehr wenige Frauen. Also da war auch das Thema, du machst Schuhmacherin, bist eine Frau ein Thema, und jetzt ist es eigentlich, finde ich, gar kein Thema mehr. Es gibt immer mehr, die das machen und auch diese klassischen Handwerksausbildungen wieder aufgreifen. Ich glaube, ich würde sagen, eine wachsende Zahl. Jetzt, du hast ja gesprochen von den Bespoke-Produkten. Ein Kunde bestellt etwas und der nimmt ja auch einen Einfluss auf das Produkt. Gibt es da ein Beispiel, das du aus deiner Erfahrung nennen kannst, wo deine Entwürfe oder deine Designs dadurch sich verändert haben? Ja, viele. Also das war, glaube ich, auch für mich deshalb so wichtig, mich damit so auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich auch heute in meinem Vortrag
dieses Bespoke erwähnt, weil ich fast der Meinung bin, dass man dann auch nicht daran vorbeikommt, als Gestalter sich zu öffnen und zu sagen, wie weit gehe ich, wie weit lasse ich ein Band an einer Sandale nach hinten rücken, obwohl es mir eigentlich nicht mehr gefällt, aber der Kunde möchte es so. Also ich setze schon Grenzen, wenn ich etwas total geschmacklos oder persönlich nicht mehr vertretbar finde, auch vom Funktionellen her, dann mache ich sowas nicht. Ansonsten bin ich, soweit technisch auch gut umsetzbar ist, da sehr offen. Also ich finde auch, dass die Sachen, die maßgeschneidert sind oder die sozusagen am individuellen Anspruch auch gerecht werden sollen, dass die dann auch so einen Einfluss vertragen. Also ich würde auch sagen, dass in den letzten Jahren zumindest die Kundschaft, die ich kenne, auch was das Gestalterische betrifft, gar nicht so ungeschickt sind. Also die Leute wissen oft sehr wohl, ob ihnen steht, dass man die ganze Zehe sieht, jetzt ganz konkret formuliert, oder ob es besser ist, dass man die halb verdeckt, weil die sowieso schon so lang sind oder irgendwie so in diese Richtung gehen. Dann sehe ich es jetzt persönlich nicht als Problem zu sagen, ich mache ein breiteres Band oder ich rücke das weiter vor. Was jetzt zum Beispiel Taschen betrifft, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da bekommt man ja dann auch irgendwie Zeichnungen oder ich möchte gern sowas haben. Und dann erkennt man vielleicht, das ist eigentlich von einem anderen Designer und das möchte man dann vielleicht nicht nachbauen. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Dass ich dann, da würde ich dann, wenn ich vor allem, wenn ich was erkenne, eigentlich auf diesen Handwerker oder auf diesen Hersteller dann auch verweisen, bevor ich da jetzt irgendetwas nachbaue. Ja, aber die Bespoke-Sache beinhaltet das. Mir war das wirklich wichtig zu erwähnen, dass man sich mit dem Thema sollte man sich auseinandersetzen, dass man das bespricht mit dem Kunden und dass der Einfluss auf das Produkt hat. Paul fragt, was denken Sie, werden die Lederprodukte aus Naturleder in Zukunft verschwinden? Also, nein, glaube ich nicht. Nein, nein. Nein, glaube ich gar nicht. Also, ich würde jetzt sagen, wenn wir wirklich schaffen, auch durch unseren Konsum vielleicht die Leder in den Vordergrund zu bringen, die sozusagen mit diesen wenigen oder hoffentlich gar keinen Inhaltsstoffen daherkommen, die schädlich sind für einen selbst und auch für die Umwelt, dann glaube ich, dass das ein total sinnvoller Werkstoff ist. Ist sozusagen, du hast ja erzählt, du entwickelst eine neue Schuhkollektion, es gibt die Überlegung, einen Stuhl aus Leder herzustellen. Wo geht die Reise gerade hin oder wo bist du sozusagen in der Entwicklung neuer Produkte? Oder gibt's da eine also, Perspektive, die du uns noch ich bin sehr daran interessiert. Ich habe ja schon sozusagen eine Kollektion gemacht und ich würde jetzt eigentlich sehr gerne wieder eine machen. Das ist jetzt im Moment aufgrund dessen, dass ich ja in der Zwischenzeit mehr Dinge dazugekommen sind in meinem Leben, wie zum Beispiel Kinder, auch zeitlich irgendwie limitiert. Trotzdem, ich arbeite daran schrittweise und ich würde sehr gerne eine Kollektion für Schuhe und Taschen auf den Markt bringen. Ich hoffe, das gelingt mir. Parallel dazu arbeite ich weiterhin auch an sozusagen Gestaltungen. Ich weiß es nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich habe halt diese Ziele vor Augen, die ich hoffe, umsetzen zu können. Gut. Ich glaube, wir haben alle Fragen aus dem Chat auch brav beantwortet. Falls nicht noch schnell eine auftaucht, dann möchte ich mich recht herzlich für den spannenden Vortrag bei dir bedanken und würde zum Abschluss auch noch die Ankündigung für unsere nächste Lunchtime-Lecture machen. In 2 Wochen, am 28.05. wird Elisabeth von Samsonos bei uns sein und es wird der Christoph Wecht die Moderation übernehmen. Ja, ich darf auch noch herzlichen Dank
von der Julia für den spannenden. Ah, danke, danke. Ja, freut mich natürlich, wenn das gut angekommen ist und auch verständlich war. Und danke auch dir, Florian, und nochmal danke an alle fürs Zuhören. Gut, dann viel Spaß in den Zwischenpräsentationen, die für viele heute weitergehen. Alles ja. Gute und danke nochmal, Maria, für den spannenden Vortrag. Dankeschön. Auf Wiedersehen.